Ja. Hallo, was geht? So, ich glaube, wir waren immer noch bei deinen Missionen, ne? Stimmt, wir waren ja gerade fertig mit deinem, ne? Steamt ja, steamt ja. Müssen wir ja wieder zurück. Zum Hain. Marke Rechenmeister, würde ich sagen. Ich werde es mir niemals merken, wo wir da höhlen müssen. Ziemlich mittig. Bei der Hain, ne? Also zurück in der Anfangsstadt. Ist kurz über obere Distrikte. Wie die Karte wechseln, hä? Achso, bei mir nicht. Wir kriegen einen Bonus fürs Karte wechseln. Also ich habe so eine Benachrichtigung nicht bekommen. So, sprecht mit Katie im Hain. Oh Gott, das ist direkt unter mir. Nee, ich müsste dich ja gleich erstmal einfach reinziehen. Das geht ja, wenn ich gleich in mein Dingskirchens reingehe, kommst du ja automatisch mit. Flink und sicher. Okay, die haben mich jetzt extra nach oben geschickt, damit ich in den Fahrstuhl gehe. Damit ich runterfahre? Das ist so seltsam. Ja, du wirst doch gleich eh hier rein teleportiert. Aber da bist du doch. Nee, das ist eine Abenteuerin, die genauso aussieht wie du. Die sieht genauso aus wie du. Ja. Das ist ein NPC. Endlich seid ihr aus Ort zurück. Gibt es Neuigkeiten? Ja, ich bin schon hier. Huch, es geht schon los. Seid gegrüßt. Ich möchte, dass ihr Traherne kennenlernt, einen weiteren Erstgeborenen. Nur wenige Erstgeborene haben wilde Jagden. Ich gehöre dazu. Traherne auch. Ich glaube, er trägt die schwerste Bürde. Oh. Flüchtig. Vielleicht gibt es für sie gar. Ich bin froh, euch zu sehen. Aber ich fürchte, wir haben keine Zeit mehr fürs Händeschütteln. Es gibt Dringenderes zu erledigen. Hainhüterin Tekwen geht am Strand von Anwen Streife und vernichtet die Auferstandenen, die aus Orr angespült werden. Wir schreiben uns oft Briefe deswegen. Ihr letztes Schreiben hat sie während eines Unwetters verfasst. Und sie erwähnte ein orianisches Artefakt, das vom Sturm an Land gespült worden war. Tekwen schrieb, sie wolle es bergen. Aber seither habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich werde mit Freuden mal nach ihr sehen, Traherne. Wenn sie Probleme hat, werde ich ihr helfen. Gut. Es wird euch auch zeigen, gegen was wir hier kämpfen. Orr wird von Tag zu Tag stärker. Ich bin bereit, die Verderbnis des Drachen zu sehen. Ich habe keine Angst. Sobald ich Näheres über Tekwen herausgefunden habe, melde ich mich bei euch. Ich hatte gerade kurzzeitig keinen Ton. Ja. Weil. Doch, doch, doch. Das Problem war,
Ich hatte in OBS die falsche Szene aktiviert. Ich hatte zwar Bild, aber ich hatte keinen Ton. Oh nein. Ja, das war's offensichtlich, wenn ich mir das Symbol so angucke. Und wenn du dir was anguckst? Wenn ich das Symbol angucke, es leuchtet nach rausgehen, rausgehen. Ja, rausgehen. Wir gehen raus. Keine Sorge. Zum Glück habe ich das gerade noch gemerkt, sonst wäre die ganze Folge ohne Ton gewesen. Also nur du und ich. Ich hätte meinen Ton nehmen müssen. Oh, das sieht ja cool aus. Oh mein Gott. Oh, was? Ich will auch so eine Flügel. Aber weißt du... Okay, das finde ich ja krass. Weißt du, wie sie aussieht? Was für Flügel? Wie eine... Was für Flügel? Hier vorne steht eine rum. Du siehst die jetzt. Du bist schon wieder sonst wo, ne? Ja. Nein, ich bin noch vom Eingang der Instanz. Achso, nee, ich bin schon wieder zurück, weil ich ja hier hinten gestehen geblieben bin. Achso, okay. Wir müssen nach Wegmarke Enwenweiler. Ich habe da jetzt mal eine persönliche Wegmarke gesetzt, wo wir hin müssen, genau auf meine Quest. Warte, sehe ich die überhaupt, wenn ich recht weit weggezoomt bin? Keine Ahnung, sehe ich die beim Rauszoomen? Ja, müsstest du. Also ich sehe nichts. Gib mir mal einen Tipp, in welche Richtung das ist, bitte. Ganz, ganz oben, was wir zuletzt erkundet haben. Also in dem neuen Gebiet schon? Nee, in dem alten. Nee. Das alte ist ja so ein rechteckiges Gebiet. Ja. Und davon ganz, ganz oben. In dem Sumpf. Nee, das ist nix. Wieso habe ich auf der Karte einen Punkt, der sich bewegt, der heißt Kommandeur Kitty Catwoman? Sieht richtig aus. Wer weiß. Wollen wir uns auf einer Erkundungsmission begleiten? Naja, hast du gefunden? Ja, ich bin jetzt am... ich teleportiere mich jetzt gerade zu dem Wegpunkt. Ja, deine Viecher sind schon hier. Nee. Ich weiß gar nicht, wie du die Wegpunkte immer so schnell sehen kannst, wenn ich die setze. Ich sehe die immer nie. Tja, ich habe ein geschultes Auge. Ja, ich merke schon. Was wisst ihr vom Traum noch? Ich sehe noch deutlich von Wasser umgebene Steinmauern. So. Wie bei der Freistadt. Du flitzt hier rum, ey. Um dich herum, ist ja klar. Wollen wir? Ja, können wir. Okay. Hui, was für ein falscher Knopf. Hui. Was? Ja, please. Ach ja, schön war die Zeit. Als du noch schneller warst. Ah, jetzt. Yay, abgezogen. Aber die sehen nicht freundlich aus. Nö, sind sie auch nicht. Wir machen sie platt. Nur wir hätten so vorbeischleichen können. Ja, und? Du, weißt du, ihr sagt der, der auch unschuldige Tiere selbst sonst tötet. Ja, die sind ja unschuldig, das ist ja was anderes. Ach so. Ah, okay, verstehe. Du willst also lieber Unschuldige töten als die Schuldigen. Oh nein, mein Rucksack ist voll. Warte mal kurz. Ich hätte zwischendurch mal was verkaufen sollen. Scheiße. Dann kannst du auch aufs Rädchen drücken und das mal Schrott einlagern. Material ist das. Aber ja. Ja, ist doch dasselbe. Nein. Jetzt habe ich immerhin 4, 5. Ach, da ist übrigens ein junger rosa Moa, falls du möchtest. Ja. Ich sammle einfach alle Tiere, die man so haben kann. Wo? Ich guck genau hin. Rosa Moa. Da. Wir nehmen ihn einfach. Wir nehmen einfach mit und dann gucken wir mal. Falls. Nö, geht nicht. Ich kann ihn nicht zähmen. Na gut. Was für eine Kacke. Wozu gibt's den denn ja überhaupt? Den kann man ja nicht mal töten. Schwachsinnig. Ja. Okay, vielleicht wir gehen mal in die Instanz rein, ja? Ja. Ich kann offensichtlich wirklich nur wirklich starke, gefährliche Tiere töten. Und Sinan! Ja, Lucina! So. Noch eine Samenpflanze. Das wär's. Perfekt. Oh, ihr seid gar nicht Tekwin. Dornen und Gestrüpp, wo steckt sie bloß? Ich suche auch nach Tekwin. Ich bin geschickt worden, um nach ihr zu sehen. Wer seid ihr? Ich heiße Karis.
Tequen und ich sind Hainhüter hier in Anwen. Wir sollen den Strand bewachen, aber ich kann nicht. Oh nein, die Auferstandenen kommen! Ach bitte, helft mir, diese Monster vom Strand fernzuhalten. Danach können wir reden. Oh Gott. Haltet die Stellung. Die Untoten kommen näher. Ich nehme diese Minisamen. Was? Ja, genau. Also, Sinan, mir geht's auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich hoffe dir auch. Das Wochenende ist immer alles gut. Jetzt werft den Scheiß drauf. Jetzt aber. Okay, das mit dem Samen ist echt kacke. Das dauert viel zu lange, bis der geworfen ist. Okay. Und dann bringt es auch nichts, oder was? Nö, nicht wirklich viel. Und sicher. Dann lieber meine Fähigkeiten. Haha, ihr habt doch keine Chance gegen mich. Geh weg. Vorsicht! Vorsicht vor was? Ach da. Wahrscheinlich noch irgendwas Gefährliches. Er brennt. Und jetzt lösche ich euch. Ja, super. Au! Oh! Ich hab mir auf den Kopf gehauen, ich bin ohnmächtig geworden, ey. So ein Sack. Sie versuchen uns in die Seite zu fallen. Hier drüben. Ich nehme mir nochmal so einen Felsbrocken. Der tut bestimmt weh. Ja, wenn man den auf den Kopf kriegt, auf jeden Fall. Was ist das? Felsbrocken werfen. Meteor. Okay. Hey! Ja, ich habe aus dem Felsbrocken ein Meteor gemacht. Das war cool. Oh, was? Ich bin tot? Hä? Wie ist das denn passiert? Du bist doch gar nicht tot. Ich bin umgefallen, aber ich hatte schon Kampf ums Überleben. Ja, ich muss sagen, das habe ich auch gerade. Also, was heißt, ja, habe ich jetzt gerade nicht kurz davor. Das ist überhaupt nicht cool. Ich glaube, der Meteor hat mir auch Schaden gemacht. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären, warum ich einfach umgekippt bin. Ja, wäre eine relativ. Sogar wirklich wahrscheinlich, weil. Macht euch bereit, da kommt noch mehr Ärger. Soweit ich gesehen hatte, hatte ich keinen irgendwie in der Nähe, der mich gehauen hat. Ja, dann habe ich uns fast umgebracht oder hab uns umgebracht. Ja, auch nicht schlecht. Ich finde das sehr schlecht. Das ist nicht cool. Ich will nicht sterben. Hm? Oh, ihr verlasst den Instanzbereich am Arsch. Ja, natürlich. Guckt auf die Karte. Ja, die wollten da kämpfen. Da krieg ich auch nichts für. Ach, da kommt was. Ah, die greifen die Pflanzen an. Ist aber nicht so nett von euch. So, was auch immer es jetzt gerade war, was uns jetzt Schaden zugefügt hat. Keine Ahnung. Ich hab gerade keinen Schaden bekommen. Echt? Ich schon. Jedenfalls keinen massiven. Das war irgendeine Vergiftung. Ich weiß nur nicht, wer sie ausgelöst hat. Tot. Also, richtig tot diesmal. Wie sie sich gefreut hat. Ja, vor allem so richtig tot. Gut, Hainhüterin Karis. Der Strand ist wieder sicher. Also, was könnt ihr mir über Tequen erzählen? Sie ist eine sehr gute Freundin und meine Mentorin. Sie hat mir beigebracht, eine gute Hainhüterin zu sein, doch nun ist sie verschwunden und ich bin ganz alleine. Beruhigt euch, junge Freundin. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Vor 5 Nächten, als ein Sturm über dem Dorf tobte. Wir waren auf Wachposten. Tequen hat etwas aufblitzen gesehen, wie einen hellen Stern, unten am Strand. Am nächsten Morgen ging sie nachsehen, sobald das Unwetter vorbei war. Tequen war fort, bevor ich wach wurde. Sie ist nie zurückgekommen. Ich habe gesucht und gesucht, doch kein Zeichen von ihr gefunden. Ich weiß aber, dass sie noch lebt. Wäre sie tot, hätte ich ihre sterblichen Überreste gefunden. Das stimmt, wenn sie von Untoten angegriffen wurde. Aber was ist mit den Kreid? Die machen gelegentlich Gefangene. Kreid? Ach, Pollenpuder, an die habe ich ja gar nicht gedacht.
Ich war so auf die Auferstandenen fixiert. Ihr habt recht. Es gibt Kreid im Süden, auf der Kreidbahninsel. Ich wette, diese kaltherzigen Schlangen haben sie entführt. Lasst einen Wall aus Samenpflanzen zurück, der das Dorf beschützt, und trefft mich auf der Kreidbahninsel. Wir werden Tekwin finden. Nach dem Sturm abgeschlossen. Hey. Also entweder nehme ich einen Lederbeutel oder Beutetaschen. Beutetaschen wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, es kommt halt drauf. Achso, ja, klar, weil Beutel. Achso, wählt eure Belohnung plus Taschen, okay. Das heißt, die Taschen kriege ich. So. Also ich hätte hier Heilkraft, Präzision und Kraft. Und mein Eisenring ist besser als das alles. Ich gehe doch auf Kraft, ne? Das war doch Kraft. Ja. Willst du vielleicht einen Präzisionsring? Ach nee, seelengebunden war er halt. Ja. Naja. Achso, das war das, was du ausgesucht hast. Nö, ich kann doch aussuchen, aber es ist alles seelengebunden bei er halt, ne? Und nichts, ja, was ich davon irgendwie gebrauchen kann. Naja, ich nehm's trotzdem an. So. Das ist ja meistens so. So, die haben gesagt nach Süden. Mhm. Ich habe einen Bogen bekommen. Vitaler, geschmeidiger Holzlangbogen. Ja, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass der schlechter ist als der, den ich habe. Sollen wir mal sagen, was der für Werte hat? 201 bis 235 plus 26 Vitalität. Ja, nee. Meiner ist besser. Dann lass uns doch weitermachen. So, was haben Sie gesagt? Kreidbahninsel. Ja, bei den Schlangen. Wie bei den Schlangen? Ja, bei diesen Wasserviechern. Da oben. Unter den Wellen. Wir gehen jetzt nach Wegmarke Kreidbahn Freistadt. Über uns direkt. Wir können da auch erstmal zum Shop gehen und Sachen verkaufen. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ich hab's schon wieder fast vergessen. Bist du gerade eben noch in der Tasche gewesen und jetzt schon wieder vergessen? Ich blick da nicht durch. Löwenstein ist eine freie Stadt, bis ihr Ärger macht. Achso, der Händler ist hier. Wer sucht, der findet. So liegt hier eine zerbrochene Flasche. Ha! Ich spieß dich auf mit der Flasche. Das war mir so klar. Ja. Achso, ach Gott, jetzt muss ich erstmal ordnen, was ich überhaupt behalten will und was nicht. Das habe ich ja schon gemacht, währenddessen du geladen hast. Ja, sonst bin ich immer die Erste. Und da dachte ich mir so, nö. Wir brauchen immer so lange. Nö. Wieso kann ich eigentlich die Lederbeutel, kann man gar nicht verkaufen, kann das sein? Doch. Doch. Ich habe meinen gerade verkauft. Ja, einen habe ich verkauft, aber die anderen beiden werde ich irgendwie nicht los. Keine Ahnung. Und die anderen beiden kann ich endlich mal zerstören. So. Ich hab fast ein Gold. Yay. 11 Kraft. Ach cool. Siehst du, ich hab sogar noch Dinge, die ich benutzen kann. Bist du ein Schmied? Löwengardist. War es nicht gerade ein großer Kerl, der Löwengardist? Fragen beantworten zählt nicht zu meinen Pflichten. Beutel mit Erfahrung. Oh. Hallo. Was leuchtet da so blau? Flink und sicher. Yay. Ich weiß nicht, um was es geht bei dir. Nö, nee, das ist nur der Teleporter. Alles gut. Okay. Wiederverwertbarer Gegenstand, zerfetzte Lumpen. Ja, hab ich auch. Wer sucht, der findet. Gucken wir erstmal, was es damit auf sich hat. Wiederbelebungskugel. Ach, damit hast du dich wiederbelebt, oder? Nö, keine Ahnung. Ich bin einfach viel aufgestanden. Schon alleine, ohne dass ich was gemacht habe. Ich habe eine Maske mit
12, also ein Kopf für dich eventuell mit 12 Verteidigung und 7 Vitalität. Warte. Nö, ich gehe auf Kraft hier. Mhm, okay. Diesen wiederverwertbaren Gegenstand. Ich habe eine Chance von 28% auf eine kritischen, das ist schon echt nicht schlecht. Und ich habe heute in der täglichen Belohnung magisches Gespür bekommen, das heißt Glück. Erhöhte die Chance auf seltenen Gegenstand zu finden, habe ich jetzt 7% bekommen. Hm. Hallo Dani Pika! Ja, hi Dani. Ah, mit Präzision erhöht man die Chance auf kritische Treffer. Ah. Ich finde immer wieder neue Sachen heraus. Was? Ich bin in Ratazum aufgewachsen, empfinde aber Lötenstein als zu Hause. Mama hat immer gesagt, zu Hause ist da, wo man sein ganzes Geld. Ich würde sagen, dass ich so halbwegs alles nutzen kann. Achso. Elixier der Helden. Immun gegen Zustände. Ich habe zu viel getrunken. 8 Sekunden noch. Ich bin besoffen. Da kommt eine merkwürdige Flasche in der Ecke. Die habe ich erstmal gesoffen. Ist ja ganz klar. Ja, ja. Was auch sonst, ne? Gott, bei den ganzen Sachen teilweise weiß ich gar nicht, was das überhaupt alles sein soll. So. Nein, was will ich noch haben? Es gab nur eine einzige solche Flasche. Ich meine, die hat ja nicht mal was gebracht. Die hat mir irgendwie Immunität für 8 Sekunden gegeben. Okay. Ein bisschen merkwürdig, oder? Oh, ich fühle mich gleich bestimmt viel besser, wenn es alles weg ist hier. Kennst du das, wenn man aufgeräumt hat und plötzlich weiß, was man in der Tasche hat? Ich weiß immer, was ich in der Tasche habe, weil ich sie immer aufräume. Nein, ich vergesse das sehr oft. Sollte erstmal passen. Den Rest kann ich irgendwie scheinbar sowieso nicht verkaufen. Und bei der, warum? Ach, deswegen habe ich die. Sucht, der findet. Wo ist die hingelaufen? So, jetzt kommen noch mehr Klamotten dazu. Yay! Wie viele Sachen hast du denn in deiner Tasche, ey? Was ist das denn? Holy. Achso, für Stufe 80. Oh Mann, oh. Ah, hat sie sich schon gefreut. Ja, ich dachte schon so, what? Aber, ja. Okay. Okay, okay. So, ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Hallo. Ich bin fertig. Nice. Dann lass uns mal losziehen. Ja. Yay. Ich liebe diese Fähigkeit, ne? Ja, merkt man gar nicht. Oh, wie schön es ist. Ja. Ein bisschen neblig, aber naja. Macht nichts. Unter den Wellen. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, für Guild Wars die Thumbs auch selbst zu malen, weil ich finde einfach kein richtig gutes Thumb für die Folge immer. Und deswegen mache ich keine Thumbs. Und ich finde das irgendwie schade. Wenn einfach keine Thumbs sind. Kommt und kämpft
ihr tückischen Aale. Ja, ist echt nicht einfach. Lasst Tekwin wohlbehalten zu mir zurück oder ich schnetzle euch zu Schnippelfisch. Und ich... Schnippelfisch? Hört ihr mir zu? Der kommt da. Kämpft gegen die Kraft. Oder Kraft. Reit. Das ging ja schnell. Hey. Glitschwesen. Ihr seid Fischmehl, wenn ich mit euch fertig bin. Ihr solltet doch warten. Sie hätten euch gefangen nehmen oder töten können. Was habt ihr euch dabei gedacht? Gedacht? Ich dachte, ich sollte warten. Und dann hörte ich auf, das zu denken, weil ich Kreid sah. Diese Aale werden büßen, was sie Tekwin angetan haben. Na schön, wenn ihr Absprachen so schnell vergesst. Da drüben sind Kreidtürme. Falls sie Tekwin gefangen halten, dann wohl dort. Kommt, lasst sie uns befreien. Gemeinsam. Los geht's. Okay, ab ins Wasser wieder. Whee. Yippie. Dafür nehme ich auch extra meine Wasserfähigkeiten. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach hier runter. Ja, ich folge einfach. Es sieht ganz gut aus. Auch wenn ich dich jetzt schon wieder aus den Augen verloren habe. Nee, hier unten ist nichts. Aber es ist hier irgendwo muss es definitiv sein. Huch, was? Unbesorgt. Hm? Ich wurde kurz gestunt. Von dem Sack oder was? Der dich angreift. Glaub ich. Huch. Ich hab ja im Wasser habe ich ja meinen Dschungelpirscher. Okay. Nutzt den Moment. Oh. Kannst du wahrscheinlich einstellen oder was? Keine Ahnung. Kann sein. Aber hast du nicht gerade was zum Entscheiden gehabt? Ich glaube, ich hätte sie einfach nur aus Versehen angesprochen. Okay. Ich hatte Loot eingesammelt und gleichzeitig mit dir gesprochen. Ich weiß nicht, es sah aus, als hättest du eine Entscheidung fällen müssen. Sollen.